Hallo und herzlich willkommen zur neuen Zombie-Karte Citadel de Mor. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Wunderwaffe Caliburn, also das Feuerschwert bzw. Drachenschwert, bekommen könnt. Nachdem ihr Spawn verlasst und mit der großen Kanone das Tor zur Burg aufgeschossen habt, findet ihr im Speisesaal vier Ritterstatuen mit vier Schwertern. Sagst! Um diese Schwerter zu bekommen, braucht ihr einen Stempel, beziehungsweise insgesamt vier Stempel. Und denkt daran, dass ihr unten im Keller auch einmal Packer Punch öffnet, also die drei Schlösser an der großen Kiste hier einmal aufschießt und den Spezialzombie tötet, damit ihr hier Packer Punch aktivieren könnt. Das wird funktionieren. Der Stempel wird von einem Spezialzombie fallen gelassen. Ihr werdet vor allem ab Runde 10 Zombies sehen, die einen Ritterhelm tragen und immun gegen Kopfschüsse sind. Tötet solch einen Zombie, indem ihr ihn am Körper verletzt und hebt dann den Stempel auf. Bringt diesen nun zum Ritter mit dem Drachen auf der Brust im Speisesaal und erhaltet das Bastardschwert. In der Eingangshalle in der Nähe des Juggernaut-Automaten findet ihr einen Drachenaltar. Legt hier das Bastardschwert ab. Ihr müsst nun drei Feuerkelche auf der Karte finden und das Feuer zurück zum Altar transportieren. Ein Kelch ist in der Nähe der großen Kanone. Sobald ihr das Feuer aufnehmt, lauft ihr extrem schnell, jedoch verliert ihr dauerhaft Gesundheit. Ihr könnt das Feuer ablegen, damit ihr nicht stirbt, jedoch solltet ihr eure Gesundheit einfach regenerieren können, indem ihr Zombies mit euren Fäusten tötet, die während dieser Sequenz spawnen. Ein weiterer Feuerkelch ist bei der Hügelkuppe in der Nähe zum Tor, das zum Spawn führt. Du bist hier fertig. Und der letzte Feuerkelch ist im Spawnraum selbst. Habt ihr alle drei Feuer zum Drachenaltar gebracht, dann spuckt der Drache Feuer aufs Schwert und anschließend könnt ihr Caliburn aufnehmen. Mit dieser Wunderwaffe könnt ihr schlagen, abwehren oder einen Spezialangriff benutzen, der durchs Töten von Zombies mit dem Schwert immer wieder aufgeladen wird. Ich hoffe, dieses Video konnte euch helfen. Danke fürs Schauen und bis dann!